Wir sind mit dem Bereich demenzsensibles Krankenhaus bereits im Sommer 2015 hier gestartet. Und der Grund dafür war, dass wir gemerkt haben, dass immer mehr ältere Patienten hier im Klinikum versorgt wurden und das zum Teil problematisch ist, weil die Patienten mit Demenzerkrankungen zu uns kamen. Die aktuelle Entwicklung ist tatsächlich, dass wir zertifiziert worden sind nach der Zertifizierungsnorm DIN 9001 und das ist ein sehr hoher Qualitätsstandard. Und damit sind wir das erste Krankenhaus in Deutschland, was als demenzsensibles Krankenhaus nach dieser DIN-Norm zertifiziert wurde. Hinter der Zertifizierung ist letztendlich so, dass wir mit den Prozessen, die wir dort beschrieben haben, unsere Qualität gut abbilden können. Das heißt, jeder neue Mitarbeiter kann auf jeder Station, wo wir letztendlich tätig sind, nach diesen Prozessen, die wir aufgeführt haben, kann unser Konzept gut umsetzen. Gleichzeitig ist es auch die Möglichkeit, dass andere Krankenhäuser dieses Konzept da besser für sich selber nutzen können und implementieren. Es gibt, was die Delirprävention angeht, noch keine standardisierten Konzepte in Krankenhäusern. Das ist das Erste, was wir hier entwickelt haben und dafür sind wir auch zertifiziert worden. Und wir wollen kein Alleinstellungsmerkmal haben oder behalten. Wir wollen diese Expertise, die wir gewonnen haben, wollen wir weitertragen. Wir wollen im Grunde, dass das in die Regelversorgung kommt. Das ist unser Ansatz. Wir wollen halt, dass auch in anderen Krankenhäusern die Qualität verbessert wird im Delirmanagement und dazu, glaube ich, kann unsere Erfahrung und Expertise sehr gut beitragen.